Einen wunderschönen Freitagabend. Let's go. So sieht's nämlich aus. Hallo. Ich bin fast richtig pünktlich. Nur 2 Minuten zu spät. A kleine Surprise. Seid ihr ready? Wollt ihr sehen? Okay, Achtung. Achtung. Bam. Wir haben eine Zehercam bekommen. Oha. So, jetzt wisst ihr, wie es eigentlich unter mir mal aussieht. Welchen Pantone-Fächer brauche ich in der Modebranche? Du brauchst, oder sagen wir es mal so, es gibt quasi, ich zeige es dir gerade, oder anders gesagt, man muss mit der Produktion sprechen. Es gibt den richtigen Pantone-Fächer, der heißt TPX, das heißt, du hast im Endeffekt für Textilien. Der ist aber sehr teuer, viele Produktionen haben den einfach nicht. So, die haben nicht den TPX-Fächer, weil er dann einfach zu teuer ist. Die meisten davon haben dann das günstigere Gegenstück dazu und das ist der das ist der hier. Nee, das ist der Pantone C. Warte. Das ist im Endeffekt die Papierversion und zwar ist es der TPG. Das sind die hier. Warte, ich zeig sie euch gleich in die Cam. Und dann gibt es noch den Unterschied, dass Siebdrucker in Deutschland vor allem mit einem Solid Coated arbeiten. So, also, du brauchst... Warte mal, machen wir das am besten. Ich mach das mal big hier. Also, du brauchst einmal... Das ist immer so ein Doppelpack, weil es sind sehr viele Farben. Also, da musst du deine Produktion fragen. Also, das ist der TPG. Der ist halt günstiger. Den haben zum Beispiel die meisten Produktionen auf jeden Fall. Der echtere wäre TPX. TPG ist einfach nur die Papierversion davon. Also, ne, TPG ist immer so die Bezeichnung. Das kriegt ihr immer am Ende hier mit. Moment. Fokus. Fokus. Genau. Ja, der kriegt das nicht hin. Ihr merkt schon, der ist TPG quasi. Genau. Das ist quasi der Farbfächer, mit denen die Textilien meistens arbeiten. In China oder Asien allgemein nutzen viele den. Aber ich auch Türkei und Italien nehmen auch sehr, sehr oft den. Normalerweise sollte man aber den TPX nehmen, das ist da der Textil. Der ist aber unglaublich teuer, der kostet ein Fächer 800 Euro. Und da hast du nur so kleine Schnipsel. Und Druckereien in Deutschland arbeiten mit dem hier. Das ist der Solid Coated. Das sind die Pantone C-Werte. Es gibt einen Uncoated und einen Coated und da sind quasi die Pantone C-Werte. Das erkennt man dann auch an dem C-Wert da hinten. Die meisten Druckereien in Deutschland benutzen den als Farbangabe. Warum? Weil hier das hier ist die Farbzusammensetzung, weil man hat ja nicht alle Pantone-Farben da. Also wenn überlegt, alle diese Farben, die hat man natürlich nicht da. Das ist unmöglich. Bedeutet, man hat eine Rezeptur, aber aus denen man diese Farben zusammenmischt. Und die Rezeptur steht hier hinten drauf. Das ist quasi das hier, was daneben steht. Da steht dann zum Beispiel drin, okay, du brauchst von dem Road Red 31,30 Gramm, dann von Purple brauchst du 18,7 und von Trans White brauchst du 50. So, und dadurch mischst du dann die Farben aus, weil es geht im Endeffekt darum, dass alle Farben gleich sind, die man im Endeffekt haben möchte. Also die drei bräuchtest du. Preislich bist du hier, ich glaube, der günstigste ist der Pantone C-Fächer. Die Pantone TPX-Fächer, die sind ein bisschen expensive. Ich glaube, da bist du bei 200-300 Euro ungefähr. Ist aber immer noch günstiger als was anderes. Und es ist so die einzige Möglichkeit, über die korrekten Farben zu sprechen. Weil Bildschirm und Co. ist komplett Katastrophe. Damit kannst du gar nichts anfangen. Da ist es komplett vorbei. Okay. Was wird denn neu bei den Pieces in den nächsten Drops? Also neue Schnitte, komplette Bearbeitung, neue Details, neue Schnitte. Ja, das kann man schon sagen. Es sind quasi 3 von Grund auf neu entwickelte Produkte. Ja. Ja. Was sagst du zu Travis Scott? Für mich ist er mittlerweile einfach nur eine Wirtschaftsfigur. Hab ihn mir damals so gefeiert. Birds in the Trap ist mein Lieblingsalbum. Ich finde musikalisch ist er dope. Ich finde das, was er medial macht, auch krank. Ich bin da nicht so dieser
nicht, dass du es bist, aber ich bin da nicht so dieser Kritiker, so Konsum. Ich feiere, wie sie das, die Brand Travis Scott quasi ausschlachten und perfekt positionieren. Immer im richtigen Zielpublikum, PlayStation, McDonald's und Co. Der nimmt sein Cash mit, weil er ist jetzt gerade in seiner Hype-Zeit. Das heißt, er nimmt das alles mit und er positioniert sich und macht sich verschiedene Felder auf. Von dem Business-Charakter betrachtet, ist das unglaublich crazy. Richtig, richtig crazy. Ich weiß aber, dass manche Kunden dann denken, ja, es geht nur um Cash. Die Amis juckt das nicht, es geht immer um Cash. So, da muss man quasi drüber hinstehen und einfach nur beobachten, was da gerade passiert und einfach nur aus dem Business-Charakter mal so das Ganze mal so auswerten und so wahrnehmen. Das ist schon unglaublich, unglaublich nice, was da abgeht. So die Joko-Labo und Co., der hat nichts genäht. Die haben, der wird schon ein bisschen Feedback gegeben haben, das sind nur Moves halt. Aber da zeigt es halt, was ist halt, was da möglich drin ist. Und ich bin der Meinung, Kanye hat es vorgelegt. Für die ganze Gang. Für Heron Preston, für Virgil, für Travis. Das ist irre, was da geht. Kanye ist crazy, aber was das für einen Impact hat, das ist unglaublich. Er hat meiner Meinung nach den größten Einfluss auf die Generation von uns.